Normalerweise gehe ich ja nicht wirklich auf Kommentare ein, die unter meinen Videos stehen. Also hin und wieder schreibe ich vielleicht etwas dazu, Danke, danke. aber ich gehe nicht wirklich drauf ein, ja? Vor allem gar nicht in Videoform. Aber heute ist das irgendwie notwendig, denn es gab ein paar Kommentare, ja, wo ich mir wirklich denke, Hallo? Geht's noch? Das kann nicht sein. Hallo? Was soll das? und zwar geht es um die Ehe, also das mit Heiraten und so. Und also ich habe im vorvorigen Video Nummer 99 ja von Ringen geredet. Ringen, ja. Damit meinte ich aber nur die Partnerringe. Also, ja. Partnerringe. Ich kann den Ringfinger irgendwie nicht so strecken, so von alleine, ohne die anderen Finger. Ja, und da steht was drin, also unser Spruch so. Du und ich auf dem Weg zum Wir. Aber keine Eheringe, falls das jetzt irgendwer gedacht hat. Und ja, daraufhin hat dann meine Freundin gleich gemeint. Zukünftige. Und deswegen habe ich dann irgendwie so hingeschaut und gesagt, ja, zukünftige Frau, und dachte irgendwie, ja, das will sie sagen, was auch so war, aber. Sie dachte natürlich nicht, dass ihr gleich alle denkt, dass wir jetzt heiraten. Denn ihr müsst wissen, so unter uns, da ist das irgendwie so, ja, mal heiraten, ja, sicher, wir verstehen uns gut, wir können über alles reden, nicht so wie bei diesen ganzen Serien, dass man nicht drüber redet, und wenn man einmal sagt, ich liebe dich, dann ist das gleich so. Oh, Zusammenbruch, das war viel zu früh und oh. Aber wir können über alles reden, und wir haben uns jetzt ja noch keinen Antrag gemacht, ich ihr oder sie mir. Ich warte ja, dass sie das macht. Also ich will mich da nicht so stressen, und ich will mir nicht so die Mühe machen, jetzt den ganzen Raum voller Rosen zu machen oder so. Also das darf sie dann machen. Also, ja. Aber nun ja, also ja, der habe daran. Der habe daran. Aber wenn wir mal heiraten sollten, dann werden natürlich einige von euch eingeladen. Das ist natürlich ganz klar, denn nun ja, deswegen mache ich ja hier eigentlich YouTube. Also damit ich ein paar Connections habe, ein paar Leute kenne, die auch mit einer Kamera umgehen können, ja. Denn, nun ja, ich möchte nicht an meiner eigenen Hochzeit dann mit der Kamera herumlaufen, sondern ich möchte dann schon das von professionellen Leuten gemacht haben, die ich aber gut kenne, meine Freunde sind, wodurch ich sie dann nicht bezahlen muss. Also, ihr versteht schon, oder? Ja. Ja, also das ist so der Hauptgrund, warum ich hier auf YouTube bin. Leute kennenlernen, die mit der Kamera umgehen können, wegen Hochzeit und so, ja. Okay, es gibt noch einen anderen Grund, deswegen heißt mein Erinnerungslager ja auch Erinnerungslager, denn ich habe auch so die Angst, dass ich mal irgendwann Amnesie habe. Das, ja, vielleicht auch, weil ich zu viele Serien geschaut habe, wo jeder mal. Ja, aber das ist eben ja ein anderer Grund. Und wenn ich dann selber mal Amnesie hätte, dann könnte ich mir meine eigenen Videos anschauen und würde auf einmal wieder alles wissen und könnte das mit Spaß lernen, weil ich ja versuche, in jedes Video etwas Humor reinzubringen. Ja, so stelle ich mir das vor. Wie dem auch sei, also wir heiraten jetzt nicht, vielleicht irgendwann mal, wahrscheinlich erst in Wien, wenn wir wieder umgezogen sind. Das dauert aber noch, und ja, aber ja, und wenn das jetzt so gewesen wäre, dass wir heiraten und sowas, also da kenne ich mich aber schlecht, dann hätte ich das doch viel, viel besser ins Video eingebaut, dann hätte ich doch ein eigenes Video dazu gemacht, aber das doch nicht einfach so am Rand. Zukünftige. Also, das solltet ihr mich schon besser kennen. Also wirklich. Also ich werde jetzt versuchen, in nächster Zeit vielleicht wieder ein paar durchdachtere Videos zu machen. Nicht so wie das hier, wo ich jetzt wieder überhaupt nicht geschnitten habe. Peinlich, peinlich, sondern mal wieder etwas, wo ich mir richtig Gedanken dazu mache und wirklich überlege, was ich jetzt sagen will und was ich jetzt erzähle und so. Und ja, also wo ich mir wirklich Gedanken dazu mache. Und ich gehe halt davon aus, dass es dann irgendwie besser wird und interessanter, weil ich dann auch so schneiden kann, so hier und hier. Hier, hier. Und ja, also ich. Aber ich finde es toll, dass so viele gleich, ja, herzlichen Glückwunsch, heiraten, und wir wollen eingeladen werden, und also, ja, okay, gut, danke, tschüss.